So, da sind wir etwas verspätet heute, aber wir sind da und ja, heute will ich versuchen, die Platin-Trophäe freizuschalten. Hier bei The Crew 2. Viele Trophäen fehlen nicht mehr. Ja, wir brauchen noch einige Fotos, die wir machen müssen. Und wir müssen ein Auto mit den ja, pinken Teilen auf die Maximalstufe ausbauen. Ansonsten haben wir alle Trophäen jetzt zusammen. Also es geht auch gleich los. Okay, also das erste Foto, was wir jetzt versuchen werden zu holen, das sehen wir schon oben links eingeblendet. Queensboro Bridge, New York. Gehen wir mal kurz auf die Karte. Ich glaube, wir sind eine ganze Ecke von New York entfernt. Genau, so, New York ist da ganz hinten. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall eine Blitzreise machen und dann müssen wir die entscheidende Brücke finden. Und ich ganz ehrlich bin, ich im Moment nicht weiß, welche der Brücken das ist. Okay, das kann ja lustig werden. Brücken sind ja einige zur Auswahl. Dann probieren wir es erstmal mit der Blitzreise und gucken mal, wie es weitergeht, wo wir nach vorne kommen. Kiste, das hören wir schon mal. Sprich, die Aufgabe müssen wir verschieben. Gut, wir brauchen unbedingt noch pinke Tuning-Teile. Haben wir jetzt nicht in der Kiste gehabt. Fahrzeug komplett ausrüsten müssen mit diesen pinken Teilen. So, das ist schon mal nicht die Brücke, die wir brauchen. Tja, ist die Frage.
Wo ist die richtige Brücke? Hier wird es, glaube ich, auch nicht sein. Doch, das ist sie. Jetzt fehlt uns der Nebel. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt den Nebel dazu bekommen. Wahrscheinlich können wir den hier reinmachen. Standard, klar. Nebel, da haben wir es. Ja, dann. Schnappschuss und das war's. Da haben wir schon mal ein Foto. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Fotos ich noch benötige, um die Trophäe zu bekommen. So. Dann gucken wir mal, welche Aktivität wir hier noch bekommen können. Ich will nochmal auf die Skylines. Okay, hier sind noch einige. Das Pentagon und Kapitol, beides in Washington. Fangen wir mit dem Pentagon an. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Washington ist ja genau unterhalb von New York hier. Jetzt müssen wir das Pentagon finden. Hier ist Defense District. Das müsste, glaube ich, President's Park. Defense District ist, glaube ich, das Pentagon, oder? Na, wir werden einfach mal lang fliegen, so groß ist New York nicht. Washington nicht. Das werden wir schon irgendwie finden. Pentagon Luftansicht. Jo, fliegen wir da erstmal hin. Und nochmal als kleine Info, wenn ihr ein wenig runterscrollt auf meiner oder auf dieser Seite hier bei Twitch, ganz wichtig bei Twitch, nicht bei YouTube, wenn ihr das Video nachher dann seht, sondern hier bei Twitch, dann seht ihr unten, ja, was heißt unten, das ist eigentlich relativ weit oben, da seht ihr geplante Livestreams im Jahr 2018. Dort sind ab dem 25.09. FIFA 19, am 5.10. WWE 2K19 oder 2K19 müsste man ja sagen. Jetzt machen wir erstmal doch das Kapitol, weil ich das hier gerade als Aufgabe eingeblendet bekommen hatte.
Und am 8.11. Oberkills, also Walking Dead. So, das Kapitol. Ist das Ding da vorne? Gute Frage. Genau, das sind die Games. Da werden noch einige dazukommen, auch das kann ich schon mal sagen. Welche jetzt direkt, weiß ich noch nicht. Eventuell Red Dead Redemption, der zweite Teil, wird auch noch dazukommen im Jahr 2018. Das sind, wie gesagt, auf jeden Fall geplante Livestreams. Spiele, die ich am Release-Tag auf jeden Fall zocken werde. Hoffentlich dann auch mit euch zusammen. So, ihr habt gesehen, ich habe es jetzt nochmal getauscht, weil das ja, Pentagon gerade in der Nähe war. Also nehmen wir erstmal das Pentagon auf. Und jetzt kümmern wir uns um das Kapitol. Gehen wir nochmal zurück. Meine Frage ist immer noch, wo ist das Kapitol? Wie sieht es aus? Ich hätte ja auf dieses kleine Ding unten getippt, aber scheint es nicht zu sein. So, ich muss mal den. Wegpunkt da entfernen. Okay. So, dann gucken wir mal. Album Skylines. Jetzt brauchen wir das Kapitol. Wenn ich jetzt wüsste, was könnte es sein da vorne? Okay, gucken wir mal, ob wir es irgendwie auf der Karte entdecken können. So, hier ist President's Park. Das Ding hatten wir. Da habe ich es doch gerade gesehen, glaube ich. Kapitolkomplex. Nehmen wir den wieder mal hin. So. Den hat er jetzt nicht. Der muss erstmal grün sein. Jetzt. Ach so, das ist. Naja, noch was. Okay, haben wir den nächsten Kultrang auch erreicht. So, dann gucken wir mal, was wir da gleich noch an Aufgaben haben.
Okay, das können wir ändern. Okay, mach das erstmal voll. Okay, die habe ich alle 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh Mann, das wird alles ein bisschen. Drifte im Regen mit einem beliebigen Driftfahrzeug. Okay. Probieren wir das mal. So, wo ist mein Mazda? Drift Edition. Driftaktion. So, Regen wäre nicht das Problem, nur die Driftaktion, die fehlt. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Okay. Jetzt den Regen wieder aktivieren und dann können wir das Foto schießen. So. Haben wir das auch geschafft. So, ich werfe mal kurz einen Blick auf die Trophäen. Habe ich das doch jetzt. Beende 40 Fotoaufgaben, okay. Also nicht irgendwelche Fotos, sondern Aufgaben müssen es sein. Dann gucken wir mal weiter. Die müssen wir doch eigentlich mal bald zusammen haben. Camaro nach zeige diesen Chevrolet Camaro ZL1 Street Race nachts bei einem Burnout. Chevrolet Camaro. Muss ich mal gucken, ob ich den hab. Camaro ZL1, den habe ich glaube ich nämlich nicht. Dachte ich mir. Das heißt, wir müssen den erstmal kaufen. Chevrolet Camaro. Was habe ich gesagt? ZL1. Ah, Colt 100. Benötigt. Okay, dann können wir das erstmal vergessen. Kriegen wir den noch nicht hin. Ob
Durfte mit einem beliebigen Street Race Fahrzeug durch das Drachentor in San Francisco. Durfte mit einem Street Race durch das Tor von San Francisco. Okay. Das wollen wir doch bestimmt auch hinkriegen, sofern wir dieses Drachentor finden. Okay. Drachentor in San Francisco. Erstmal werden wir uns hier hinbewegen und dann wollen wir gucken. Ich bin stolz auf dich. Du bist jetzt ein echtes Vorbild für die Community. Was mehr über diese Community aussagt als über dich. Aber im Ernst, jetzt, da unsere jungen Fahrer zu dir aufblicken, können wir unsere Ziele erreichen. Jetzt ist die Frage, wo gibt es dieses Drachentor? So. Das ist die Frage schlechthin. Das ist die Golden Gate Bridge, die uns nach San Francisco bringt. Gute Frage, nächste Frage. Groß ist es nicht, aber Oh, ich könnte jetzt jede Straße reinfahren, aber das wird schwer zu lange dauern. Aber leider nicht. Leider nicht, wo dieses Drachentor ist. Glaube ich, schon mal vorbeigefahren zu sein. Ich glaube, dass das zu einer bei einem Rennen ist. Ja, du bist auch ein Vogel. Allerdings. Das ist mein Problem, dass ich nicht weiß, wo das war. Das ist mit dem neuen
Also wenn ihr Ahnung habt, wo ich das finde, dann bitte eine kurze Info. Also es ist auf jeden Fall Chinatown. Die Frage ist nur, wo ist Chinatown? Central Screen Ventil. Wo ist Chinatown? Wenn wir Chinatown finden, dann finden wir auch das Drachentor. Gute Frage. Ich weiß nicht, wo ich das finden soll. Ich bin der Meinung, Chinatown ist ziemlich
Mittig irgendwo. Na ja, mal gucken. Chinatown aus hier.
oder? Nee. Das ist ein Tor, da ist das Tor. Okay, ich hab's gefunden. Ja, moin, Jay Kramer. So, haben wir die Aufgabe auch geschafft. Okay, die Trophäe ist auch. Die brauchen wir jetzt nur noch. Die Teile hier alle auf lila setzen. Da hätte ich. Reifen, Getriebe und Bremsen. Die Platin-Trophäe. Zusammen. So, genau, da gibt es Lila oder Pink. Getriebe fehlt. Da haben wir Pink. Und da auch, das heißt nur noch Getriebe Pink. Okay, dann müssen wir nochmal ein paar Rennen fahren und hoffen, dass wir Getriebe Pink dabei haben. Welches fahren wir denn mal? Fahren wir das Getriebe Pink. Trophäe. Wahnsinn. Tio einfach so. Also Getriebe und Pin brauchen wir Spillungen unbedingt. Die halten schwach dafür ist. Das werden wir einmal kurz eingebaut. Wieder kommt wieder raus. Nur damit wir die Trophäe wegkommen. Und dann haben wir auch die Platin-Trophäe zu.
Beute natürlich dementsprechend ausfällt. So, pinkes Getriebe, das wäre jetzt wichtig. Das wird schon mal schlecht aus hier. Okay, das war schon mal nix. Jetzt, wir fahren das noch einmal. Ich mir kann man, oder? Oh, fick. Muss ich mal gucken. Kultpunkte steigert die Qualität der Beute, ja, aber da ist nichts. Gehen wir erstmal auf. Ich probiere einmal alles auf die
Menge einzustellen, wenn wir Glück haben. Kriegen wir viele Kisten und dann ist eine. Einmal die Beute, die ich benötige. Nix. So wird das nix. Probieren wir das rein.
wegen einem Teil. Lass Tio bloß nicht zu viel Vorsprung. Zwei Trommel. So.
Haben wir ein paar Teile zerschrotten hier. Kein Platz mehr im Lager haben. So, und hier fehlt mir noch das Leder da. So. Sind wir mal gerade von den Servern geflogen. Die Serververbindung ist abgebrochen. Kein Problem. Serververbindung wieder da. Es nervt mich, dieses eine Teil nicht zu bekommen jetzt. Thank you.
zumindest sind wir die ersten drei, die sind gekommen. Natürlich wäre der erste Platz, wir sind fast erwartet, wo wir genau nicht mehr. Aber wenn wir dieses Getriebeteil in pinker Farbe. Das Stream wird heute auch nicht allzu lange gehen, also die letzten Mal 3, 4, 5, 6 Stunden. Ja. Was sind die anderen? Bitte, 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 bitte. Ach, Auspuff. Nee, Bremsen. Bringt nix. Ach, es bringt mir nix. Hier fahre ich das dann nochmal durch. Das klappt alles noch nicht. Mhm.
Seht es mir nach. Wenn ich ja wirklich die Platte berühre, unbedingt vorbeholen wollen würde. Aufgepasst, Penner! Wir sind ganz vorne! Aber morgen ist aber ein Tag in einer Woche oder in einer Woche. Oh, die blöde Kuh, ey.
Was muss hier denn alles bei? Dann lass uns das Teil sein, was ich brauche. Nee. Reifenlila. Das gibt es doch nicht, ey. Falschen Teile bekommen jetzt. Hier brauche ich ein lilanes, ein pinkes, das gibt's doch nicht. Okay, dann fahren wir nochmal so ein. So ein Episodenrennen. Wo ist denn Episode 1? Doof. Episode 2. 4. Episode 2, 1 finde ich nicht wieder. Mm-hmm.
Willkommen an der Golfküste, wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal wird es verdammt wild. Wir haben ein paar gigantische Zuschauer in diesem Rennabschnitt und sie erwartet gigantische Action. Hier zeigen sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein echter Gladiatorenkampf da draußen. Der große Moment ist da. Es wird Zeit, die Disziplin zu wechseln. Ob ich das noch aufholen kann hier. Okay, Vorsprung ist gut. Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen. Scheiße, unnötiger Crash. Langsam wird es Zeit für unsere Fahrer, im Wasser Akzente zu setzen. Okay, gleich geht's zur letzten Etappe. Machen wir uns jetzt die Hände schmutzig. Wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg nehmen. Sie haben die Wahl. Oh Mann.
Oh Mann, ey, nun zieh doch um diese Scheißkarre. Danke, dass ihr euch das zweite Rennen der Live Extreme Series angesehen habt. Das ist ja schon mal gefahren, brauchen wir das in die normalen gucken. So, ein Rennen werde ich noch fahren und dann war es das für heute. Das Teil bekomme ich heute eh nicht mehr. Fahren wir noch einmal durch Harlem. Upsala. Ich werde meine Sprungschanze nutzen wollen. Yes. Thank you.
Okay, einmal fahren wir noch. Dann sind wir wirklich vorbei. Letzter Versuch jetzt. Aber nichts mehr für heute ist. Also nach dem Rennen werde ich auch reingehen. Dann wird das Video hoffentlich 10 Minuten hochgeladen. Schade, es fehlt wie gesagt noch ein Performance-Teil, Getriebe, und zwar in Lila oder Pink. Dann könnte ich einen Wagen, hätte wahrscheinlich dieser hier, das Skyline, von Performance alles mit pinken Teilen ausbauen oder pinken Leistungsteilen. Das bedeutet, wenn wir jetzt wieder eine Trophäe, und dies wiederum würde bekomme ich dann auch Warte noch mehr. Stunde, nein. Das ist noch nicht so ganz hoch, das können wir hier einfach nur im Laufe des Tages oder dann, ach Mann, ey, oder dann halt auch im Nachmittag kommen. Hier auf die Twitch, wie die Playstation weiterkommen. Und dann seht ihr in der Beschreibung, gut, besteht, wenn zeig, nächstes was du Stream kannst. Stattfindet. Nächster Stream, ach, das war nicht. Dort, wo steht, wann der nächste Stream stattfindet, dort seht ihr auf der neuen Welt. Wenn oder nicht, wahrscheinlich schon. Also wie gesagt, wahrscheinlich sind wir morgen schon angegangen. Wahrscheinlich auch so ab
20 Uhr rum. Oh, da sehe ich schon wieder was Liedernes. Das wäre natürlich der Hammer, wenn es jetzt Getriebe wäre. Weil das dann bedeuten würde. Nee, leider sind es die Reifen. Schade. Den nächsten Kundenlevel haben wir auch erreicht. 54. Den werden wir dann nochmal. Da haben wir gar keinen. Das ist nur hier. So. Jetzt muss ich ja hier nochmal ein paar Teile verschrotten. Steigert den Windschatten. Nitro wird aufgefüllt. Steigert, okay, jetzt behalten wir das. Bild steigert die Qualität der Beute, ist schon mal perfekt. Das behalten wir drin. Mit den neuen Nitro. Okay. So, jetzt sind hier noch ein paar Teile zum Abholen. Okay, wisst ihr was, Leute, ein Rennen fahre ich jetzt doch noch, da ich ja gerade noch mal mich ein bisschen verbessert habe, was auch die, ja, den Gewinn der Beute angeht, werde ich jetzt einfach noch mal probieren, ob es vielleicht jetzt was gibt, was ich brauche. Ich probiere es einfach noch mal. Machen wir Downtown Detroit. Das probieren wir noch einmal und dann sind wir aber wirklich off für heute. Wo ist der sechste? Können wir hier schon mal aktualisieren. Also morgen den 6.7. ab ca. 20 Uhr.
Es wird Zeit für dich, die Straße zu beherrschen. Erster Platz. Keine Ahnung, wie du das machst, aber mach weiter so. Okay, meine Lieben, das war es also für heute mit dem Stream. Morgen, wie gesagt, wenn wir da sein sollten, dann ab 20 Uhr. Ja, also, das war's. Danke fürs Zugucken. Bis morgen.